So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Realm-Video hier auf meinem Kanal. Ja, neben mir steht der Robin und weiß, glaube ich, gar nicht, dass ich ein Video mache, aber nicht schlimm, denn wir, Robin und ich, wir haben hier eine ziemliche Menge bei der Burg mittlerweile geschafft. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ja, ist eine ganze Menge passiert. Und zwar gehen wir jetzt mal schauen. Wenn wir nämlich hier vom Balkon runterschauen, seht ihr das schon. Der Robin hat hier ein bisschen am Eingang gebaut. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal standesgemäß so in die Burg, wie man jetzt bald in die Burg geht. Und es sieht schon. Es ist schon auch ein krasser Anblick, diese Burg, muss ich schon sagen. Ja, und dann irgendwann wird man hier, wird natürlich noch weiter gebaut, das ist nicht fertig, ne? Irgendwann wird man dann hier über diese Brücke, über diesen ja, künstlich angelegten See gehen, auch komplett angelegt hier von Robin. Hat er schon cool gemacht auf jeden Fall. Und dann kommt man hier in, wir werden noch eine Mauer rund um die Burg natürlich auch ziehen. Kommt man hier so in den Innenbereich. Hier werden noch Ställe hinkommen und vielleicht so ein kleiner Marktplatz oder so. Irgendwie so ein paar Stände. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird das hier noch mit Leben gefüllt und dann haben wir nicht mehr hier so einen Knopf, sondern wir haben jetzt eine Glocke. Diese Glocke öffnet uns die Tür. Jawohl. Und dann kann man hier reingehen. Ja, leider sind uns mal wieder alle Villager hops gegangen oben. Durch den Bug, den es leider immer noch gibt im Realm, verschwinden die Villager wahllos. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal hier, um ein paar, ja, um so ein paar goldene Möhren zu bekommen, ja, im Lager mittendrin einfach ein paar Villager geholt. Wir hatten hier Zombie-Villager vor der Tür. Und dann wollten wir nicht viel Arbeit reinstecken in die Villager, bis der Bug behoben wird. Und haben dann gesagt, ja, dann machen wir es halt eben hier. So, wenn jemand Kuchen möchte, hier ist genug, ja, nehmt euch ruhig. Auch hier ist noch ein bisschen Futter für alle Leute, die den Realm betreten. Und wo wir da gerade bei sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch Bock habt, mit hier auf dem Realm zu spielen. Wir suchen immer noch Mitspieler. Leute, die vielleicht auch mithelfen wollen, an der Burg zu arbeiten, aber auch Leute, die ihr eigenes Ding durchziehen wollen, was eigenes bauen wollen. Auch Roleplay nehme ich gerne an. Solange es alles in Grenzen bleibt, würde ich mich darüber freuen. Meldet euch doch einfach. Meldet euch einfach in den Kommentaren rein damit. Und dann schreiben wir auf Discord ein bisschen. Das solltet ihr schon haben. Und ja, dann seid ihr vielleicht bald auch hier im Realm und könnt mitmachen. So, okay, so viel dazu. Was ist noch passiert? Wir haben die ein oder andere Farm gebaut. Ich kann euch mal eben zeigen. Habe ich euch schon mal gezeigt, wie das System hier funktioniert, wie die Türen sich öffnen? Wir haben einen Schlüssel, den Hauptquartierschlüssel. Nur der geht hier rein und dann öffnen sich die Türen. Dann kann man den Schlüssel wieder hier rausnehmen. Das ist unser Hauptquartierschlüssel. Ich packe den immer in meine Ender Chest, deswegen steht hier vorne und hinten auch eine Ender Chest. Wir haben Farmen angefangen zu bauen, beziehungsweise haben die eigentlich schon fertig gebaut, waren auch Villager schon drin, überall, also hier in der Möhrenfarm. Hier drüben haben wir eine Weizenfarm. Weiter hinten kommen wir gleich noch zu, sind auch noch Farmen. Leider sind dann die Villager alle verschwunden, also alle Entities sind verschwunden. Das passiert manchmal, wenn man einen neuen Spieler einlädt. Das passiert, wenn man ja das hier das Texturpaket mal ändert. Solche Dinge passieren dann leider, dass die ganzen Entities verschwinden. Das ist ein Bug, ein bekannter Bug, ein bekannter Minecraft-Bug, also Minecraft-Realm-Bug. Und es wird daran gearbeitet. In der Beta-Version ist er bereits behoben. Hier noch nicht, aber wir warten drauf. Und so lange werden wir hier erstmal nichts mit Villagern machen. So, die Zuckerrohrfarm kennt ihr bereits. Dann gehen wir mal weiter rum. Wir haben eine kleine Brücke gebaut, dass man hier nicht immer zweimal den Schlüssel benutzen muss.
Hier haben wir eine Kartoffelfarm gebaut. Auch hier war ein Villager bereits drin, der ist weg. Unsere ganzen Schafe aus der Schaffarm sind leider alle weg. Die Holzkohlefarm ist auch am Start. Ich weiß nicht, was ich euch davon schon im letzten Video gezeigt habe. Egal, ich zeige es euch einfach nochmal. Dann haben wir hier den letzten Raum und hier ist eine Kürbis- und Melonenfarm entstanden. Und ich habe hier letztes Mal noch eine Blumenfarm gebaut. Wie die funktioniert, habt ihr schon in den diversen Realms von mir gesehen. Ich habe die schon ein paar Mal gebaut. Uns fehlt eine Blume. Und zwar die hellblaue aus dem Sumpf. Sonst haben wir alle gefunden hier. Also hier kommt noch die hellblaue aus dem Sumpf hin. Und dann haben wir hier alle Blumen. Und dann stellt man einfach die Blumen da rein. Drückt den Schalter. Hier ist Knochenmehl drin. Und dann werden die Blumen hier quasi dupliziert. Das ist alles okay. Das ist alles machbar. Und man darf es auch machen. Ansonsten gibt es noch was im Keller. Wir haben noch ganz viel im Keller getan. Bevor ich in den Keller gehe, kann ich euch nochmal oben auf dem Dach zeigen. Also, mein Bruder hat sich hier mittlerweile auch ein Turm geklemmt. Die Zombie-Pferde. Ich habe hier eine Skeleton-Horse-Trap gefunden. Und die Skelettpferde, die mögen anscheinend die Unterkunft meines Bruders. Ist noch nicht viel passiert hier beim Bruder, beim Ripper-Dom. Aber er hat zumindest schon mal einen Turm bezogen. Und wie gesagt, die Pferde und die Drachen, die passen auf sein Domizil auf. Außerdem auch hier der Turm, ich weiß nicht, ich glaube, der Jason hat es gebaut. Der hat einfach mal hier schon mal ein bisschen was am Turm gebaut. Hat zwei Etagen hochgebaut. Die sind noch leer. Ich weiß nicht, er wollte hier, glaube ich, nicht einziehen, sondern er wollte einfach nur ein bisschen was schaffen. Das hat er uns sehr mitgeholfen. Danke dafür, habe ich zur Kenntnis genommen, siehst du. So, ansonsten, mein Turm kennt er, habe ich euch schon gezeigt. Robins Turm ist auch noch nicht so weit. Da stehen immer noch die Endblöcke drin, mehr nicht. Ja, und dann hier eine Concrete Farm, eine Trockenbeton zu normalem Betonmachfarm. Kennt ihr auch aus meinem alten Realm? Sehr, sehr hilfreich, besonders bei dem, was ich euch jetzt zeigen werde. Denn ich habe im Keller ein bisschen was gemacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir ganz runter. Denn im Keller ist jetzt unser Labor. Ja, und wie sieht das Labor aus? Natürlich steril, in weiß. Ja, ich weiß, die Fackeln passen nicht so toll. Wir haben noch keine Wächterfarm. Ist das nächste Ziel, eine zu bauen. Dann haben wir Seelaternen und die passen hier definitiv besser in ein Labor. Aber das ist das Labor. Man kommt rein. Sehr steril gehalten, alle Bereiche sind farbig markiert, blau, natürlich wegen des Wasserfalls hier, wegen des Wasserfahrstuhls. Dann kommen wir in den grünen Bereich. Der grüne Bereich ist die Kaktusfarm. Wir haben eine Kaktusfarm, die geht ganz hoch bis ganz nach oben und hier fällt gut Kaktus rein. Ich habe jetzt momentan dies aus, weil mir wieder neuer Kaktus sammeln muss, das hat es auch mittlerweile schon. Lava ist zum Brennen da. Und ja, wie sich das natürlich gehört, wenn man so viel Lava hat, haben wir auch hier in dem orangenen Bereich eine Lavafarm. Also hier gibt es Lava ohne Ende im orangenen Bereich. Ja, dann gehen wir vom grünen Bereich hier in den gelben Bereich. Und der gelbe Bereich ist natürlich, ist noch nicht fertig. Ne? Ich muss noch hier alles austauschen. Ich habe nicht so viel Concrete gehabt. Ich musste erstmal Kies und Sand besorgen. Wir haben irgendwie keine Wüste in der Nähe. Total schlimm. Wir haben massenhaft Dschungel, aber keine einzige Wüste. Echt merkwürdig. Naja, und ja, wie gesagt, der gelbe Raum ist natürlich die Goldfarm. Ganz klar. Und auch hier muss ich noch ausbauen. Habe ich schon angefangen. Treppen müssen noch gemacht werden. Ja, wie ist es sich für eine Goldfarm gehört, ist sie natürlich im gelben Bereich. Ja, und so wird es hier weitergehen. So wird es hier weitergehen. Wir werden noch weiter unten nach unten bauen, also den Fahrstuhl noch erweitern. Werden dann noch eine Eisenfarm unten unterirdisch bauen. Die kriegt dann wahrscheinlich irgendwie den grauen Bereich oder sowas. Und noch ganz, ganz viele andere Farmen hier im Laborbereich erschaffen. Die Burg ist sozusagen nur, Spoiler, eine Fassade für ein Labor. Hier werden mysteriöse Dinge passieren. Und ich habe auch von einem anderen
mysteriösen Ding gehört, das hier auf dem Realm abgeht. Nur ein Gerücht, aber wir werden dem Ganzen jetzt auf die Schliche kommen. Denn man hat mir zugeflüstert, dass sich in der Nähe der Burg ein neues Gebäude aus dem Erdboden gezogen hat. Und das werden wir uns jetzt angucken. Es wird auch gerade dunkel, das ist natürlich prima. So, und zwar, wenn man hier durch die Schlucht fliegt, von zwei Bergen umrahmt, nicht weit weg von unserer Burg, dann fliegt man quasi darauf zu. Ihr seht es schon hier. Ein Pillager Outpost? Merkwürdig, oder? Sehr, sehr merkwürdig. Kennt ihr diese Fahne da oben? Also ich kenne sie. Robin kennt sie auch. Das ist doch tatsächlich die Fahne vom Ork. Oder? Ah, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ein etwas größerer YouTuber nutzt diese Fahne ganz oft. Und die kündigt immer den Ork an. Und wenn hier in meinem Realm sich der Ork angesiedelt hat, ja, Leute, so nah an der Burg, dann muss sich was tun. Auch da ist der Banner wieder zu sehen. Ich gehe nicht rein. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon so zeigen kann. Ich weiß auch nicht, ob der Ork sich vielleicht beschwert. Eine Armee hat er auch schon hier. Hey, okay. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Ork ist. Wir werden es rauskriegen. Und ich werde zumindest von unserer Burg mal hier durch die Schlucht eine kleine Patrouille senden. Ein paar Wächter, eine kleine Wachpatrouille, die sich hier irgendwo ansiedeln wird und ja, uns frühzeitig Bescheid gibt, wenn sich gegebenenfalls im Orklager etwas tut, Leute. Denn ja, wir wollen vorbereitet sein. Falls sich wirklich der Ork hier angesiedelt hat, müssen wir reagieren können. Dazu werden Robin und ich wahrscheinlich daran planen, eine Armee aufzubauen. Also zunächst mal, wie gesagt, eine Patrouille hinschicken, um das Ganze im Auge zu halten, was da so passiert. Das soll es gewesen sein vom Realm. Kurzes, kleines, knackiges Video. Ich hoffe, es gefällt euch und wenn ja, lasst ein Like da. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, mitzumachen, dann ab in die Kommentare. Wir quatschen kurz auf Discord, ob ihr passt in den Realm. Und dann lade ich euch ein. So wie Jason das auch gemacht hat. Da freue ich mich auch, dass er hier ist. Das ist echt spannend mit ihm. Und von daher, ja, macht das und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.